Das ist ja nicht so einfach, ne? Das ist gar nicht so einfach. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal das Ding hier gleich fertig. Dafür baue ich hier mal noch Holz ab. Mir gehen auch die Feuersteine aus. Äußerst schlecht. Wenn sie mir ausgehen, das ist äußerst schlecht. Dann kann ich mir auch kein Beil mehr machen. Ne, den lasse ich mal noch stehen. Der ist mir noch zu klein. So, die pflanzen wir mal direkt. Hier an. Gras haben wir jetzt 18, okay. Felli, Felli, Felli. Da waren gleich schon mal direkt wieder zwei drin. Sehr gut. Für was ist denn die Rotkappe eigentlich? So, ich mache uns mal Licht. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns die Zeug wieder bauen. Gut, den brauchen wir jetzt dafür nicht. Fürs Veredeln. Viermal werden wir mindestens brauchen. Wahrscheinlich also. Wird also noch ein bisschen dauern. Das können wir zweimal bauen. Okay. So. Das reicht leider gar nicht hier. Prozent, das ist okay. Mein Kranz macht auch bald die Hufe. Bin so hungrig. Oh, okay. Und ich habe nichts. Ich habe überhaupt gar nichts da. Aber das ist nicht das Problem. Wir haben ja eine Laterne. Wir können auch hier die Sämchen essen. Mache ich jetzt aber nicht. Blümchen, hier haben wir noch Beeren. Nehmen wir uns die mal mit. Blumen. Die Blümchen bringen uns leider jetzt eigentlich gerade gar nichts. Wenn ich mal so überlege. Weil. So, ich mache einmal auf Sparflamme. Weil wir. Ja nicht irgendwie hier mit dem Herz unten sind. Das füllt nur unser Herz auf. Guck mal, hier liegt noch eine Karotte rum. Die esse ich direkt. Ja, mit Essen sieht es jetzt gerade ein bisschen mau aus. Doch wieder ein paar mehr Beeren sammeln, wenn wir welche finden. Und natürlich Holz. Ein bisschen Holz brauchen wir noch.
Gibt es denn für den Holzzaun, also den wir jetzt gebaut haben, auch eigentlich eine Tür oder so? Das wäre interessant zu wissen. Und ja, meine Laterne ist noch an, habe ich gerade mitbekommen. So. Gras muss brauchen wir wieder. Stöckchen. Hier ist noch Beeren. Nehmen wir gerne mit. Vielen Dank. Nehmen wir auch gerne mit. Da haben wir noch einen Feuerstein. Sehr gut. Den brauchen wir auch. Ganz wichtig. So, 23. Jetzt müssen wir gucken, was ich noch für Fallen bauen kann. Für größere Tiere und so. Das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Ist sie kaputt? Ja, ist sie. Erscheint mir zumindest so. Ich glaube, das wird auch so sein. So. Okay, ja, den pflanzt mal hier an. Bitteschön. Dann haben wir hier 15. Den nehmen wir raus. Ach komm. Die ist auch down. Ja, warum nicht, ne? So, Stein, Stein. Wie viel können wir das decken? Oh, mehr als 20, das ist super. Feuerstein ist auch sehr wichtig. Honig, da kommen wir später noch dazu. Ich will doch nicht den Setzling. Ich will das Ding. Den Stein da. Danke. So. Ja. Ja. Wie viel haben wir? 28. 29. 30. Und 30 Steine haben wir auch. Bisschen Holz können wir noch. Ich brauche unbedingt mehr Nahrung. Verdammt noch mal so dran, wenn ich hier nichts finde. Ja, noch mal Feuerstein. Ja. Auch noch einer, da ist auch noch mal einer, und hier ist noch einer und hier ist das super. Super! Bis jetzt läuft es. Mal sehen, wie lange. Ich will es gar nicht wissen. Müsste hier sein, oder? Hallo? Nee. Ich bin noch viel zu weit vorne. Hallo. So. Ah, okay. Gut. Dann haben wir das. Dann holen wir den hier mal raus. Damit wir das Zeug
gleich wieder drin haben. Naja, mal gucken, dass wir dann versuchen, ein Hoppelhäschen zu fangen. Das wäre gut. Oh, ist aber voll. Alles klar. Okay, ich schmeiße es erstmal hier hin. Der kommt erstmal weg. Der kommt erstmal weg. Wo ist denn eigentlich dieses komische Feuer? Das ist komplett auch weg. Okay. So. Gut. Oh, du hast Hunger. Du hast Hunger, kleiner Mann. Komm mal her, nimm mal das hier und heiz damit an. Dann kann ich das mal kurz ausmachen. Ja, ich weiß doch, ich koche dir das schon mal. Guck mal. Vielleicht lecker Bärchen. Mmh, yum. Sehr gut. Sicherheitshalber mache ich mir schon mal die Lampe an. Das Feuer scheint mir nicht geheuer. Das Feuer scheint mir nicht geheuer. Aber das ist richtig cool. Dann kannst du in der Nacht hier weiterarbeiten mit dem Mann. Richtig cool. So. Den ziehen wir mal raus. Können wir dann auch hier hinbringen. Ich pack das mal in die... Nee, in die Truhe rein. Das ist auch total bekloppt eigentlich. Veredeln, ja. Da kann ich nichts mehr tragen. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wild. Okay. Die haben wir wieder aus. Und dann mache ich die auch gleich wieder voll. Juhu. So, Bretter. Ich kann sie aber aktuell nicht mehr tragen. Dann schmeißt man sie hier hin. So. Ja. Hier kann man wahrscheinlich gleich wieder einen wegmachen. Moment. Den muss ich mal rausmachen. Und pflanzen wir mir hier hin. Das ist das Schöne, man kann die irgendwo hinpflanzen. So. Und dann bauen wir uns gleich noch eine, sobald ich das Material dazu habe. Dann kommen wir hier zumindest noch durch. Und dann können wir das zumachen, sobald es nötig wird. Wenn ich jetzt hier keine Tür finde oder so. Aber hier gibt es keine Tür. Strohmauer. Sowas wie Türen gibt es hier wirklich nicht. Zumindest sehe ich bis jetzt noch keine. Das sind die Wurzzeichen-Dinger. Oh. Hier gibt's alles. Ich habe nichts gesagt, Leute. Steinmauer gibt es. Es gibt sogar einen Schweinestall. Kaninchenstall. Vogelkäfig. Ach du Heilige. Pflastersteine, ja, okay. Holzfußboden. Chemiestation, also das nächsthöhere damit. Okay, Chemiestation.
Und wo nochmal ihr? Und dann brauchst du zwei von denen. Eine Spritze. Was ist das denn? Elektronisches Dingsbums. Tuch. Goldklumpen. Violetter Edelstein. Bienenwachs. Wachspapier. Pestihatitator. Ein Pestihatitator. Was ist ein Pestihatitator? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ein Pestihatitator ist. Ich weiß es nicht. Ja. Aber was ich weiß, ist Bäume kloppen. Yeah. So. Ja, ich müsste die Welt noch ein bisschen wachsen lassen. Das Problem ist nämlich, sonst kriegen wir immer bloß einen Samen raus. Das bringt uns hier nicht wirklich so viel. Ich möchte ja mehr haben. Noch mehr. Okay. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Kannst du nicht mehr aufnehmen. Ist mir bewusst. Zumindest habe ich mir schon mal eine Holzmauer gebaut, ne? Das ist ja schon mal ganz viel wert. Den Busch muss ich auch noch ändern. Wisst ihr, wie wir das dann machen? Pass mal auf jetzt. Den graben wir mal aus. Dann nehmen wir den mal mit. Und die bauen wir uns hier so schön. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Hier so nebeneinander hin und so. Also direkt bei uns. Die nämlich nachwachsen, dann können wir die schön gleich ernten. Schon wieder Hunger. Blütenblätter. Ja, okay. Ich mach mal hier Heizi an. Und dann kochen wir mal die. Die können wir mal in die Kiste reintun. Und die machen wir auch mal. Ich gucke mal, dass ich mir jetzt mal ein paar Fallen baue. Ach, weil ich die in der Hand habe. Oh. Ich gehe mal eben so rüber. Hier. Ist aber auch nicht richtig. Wo ist denn das Blöde? Ach, das ist hier direkt. Hoppehäschens, wo seid ihr alle? Hier. Haha. Ich hatte schon gerade Angst, dass das hier nicht mehr geht. Das wäre ja furchtbar gewesen. Weil es wird nämlich jetzt dunkel. So, die eine Falle müssen wir auch noch aufstellen. Sehe ich gerade. Machen wir direkt auch hier. Haha. Einfach weil ich total gemein bin und ich die Häschen mitnehmen möchte. Aber es gibt ja wirklich einen richtigen Hasenstall, ne? Was bringt dieser Pilz? Blaukappe kann man essen. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir könnten auf jeden Fall noch ein bisschen Bäume machen.
Aber wir brauchen auch diese Blaukappen, wären vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Ich muss mal gucken, wie die. Was die bringen. Für eine Essensrate und so. Gut, das haben wir. Da haben wir noch Bären. Oh, jetzt war ich wieder zu schnell. Falls der Blaue es jetzt nicht bringt. Und etwas Stein. Gold haben wir ja noch. Genau, dann nehmen wir den auch mal mit. Juhu. So. Und hack. Oh. Ich wollte gerade machen, so hack, 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 hack. Nicht was. Nehmen wir alles mit. Vielen Dank. Oh. Den können wir dann wohl nicht mehr mitnehmen. Kein Problem. Nehmen wir das nächste Mal mit. Oh. Ich habe meine Dings wieder vergessen. Ich muss mich daran wirklich immer erinnern. Hier sind noch so Blaukappen. Ich bin immer noch so voll. Okay, wir brauchen viel mehr von den Setzlingen hier, von den Stöckern. Sehe ich gerade, davon hat man nämlich gar nichts mehr. So, das soll jetzt aber erstmal für diese Aufnahme gewesen sein. Für heute ist erstmal Schluss. Ja, du hast Hunger, aber wir essen gleich. Und ja, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Euer Sanjo. Tschüss.